Ich bin Christopher Clark, Historiker, Australier. Auf dieser Reise durch Irland will ich herausfinden, ob die Deutschen in den letzten 25 Jahren wirklich zu einem Volk zusammengewachsen sind. Durch die Wiedervereinigung wurde das Leben von Millionen Menschen erst einmal gründlich durcheinandergewirbelt. Die Bilder von damals sind, bei mir jedenfalls, noch ganz präsent. 89 fiel die Mauer. 25 Jahre sind verstrichen seit dem Urknall des heutigen Deutschland. Und dieses unglaubliche Ereignis füllte selbst in Australien die Schlagzeilen. Aber wer konnte sich damals überhaupt ausmalen, was es heißen würde, zwei so gegensätzliche Welten zusammenzuführen? So etwas hat es ja wirklich noch nicht gegeben. Wie gehen die Deutschen eigentlich heute mit der Einheit um? Was bedeutet Einheit im Alltag, menschlich, wirtschaftlich und politisch? Was hat sich in diesem Vierteljahrhundert getan? Zeit, eine Bilanz zu ziehen. Bilanz, das klingt erst einmal nach Zahlen. Aber Fragen der Identität, Fragen nach dem Deutschsein, alles dies lässt sich nicht berechnen. Gefühle folgen keinen mathematischen Regeln. Es steckt viel mehr dahinter. Und was dahinter steckt, genau das möchte ich herausfinden. Mit dem Zug bin ich unterwegs. Als das Land noch geteilt war, war das Überqueren der deutsch-deutschen Grenze im Zug eine ganz besondere Erfahrung. Zumal ich auf einem Kontinent ohne Binnengrenzen geboren bin. Umso stärker sind meine Erinnerungen an das geteilte Berlin. Irgendwann gehörte die Mauer zum Alltag der Menschen. Das Interesse der Ostdeutschen am Westen war immer viel größer als umgekehrt. Gerade deshalb interessierte mich die Welt auf der anderen Seite. Von 1985 bis 1987 lebte ich in West-Berlin. Ich studierte hier. Oft fuhr ich nach Ost-Berlin mit der S-Bahn über den Bahnhof Friedrichstraße. Ich konnte beobachten, wie unter den Mitreisenden die Nervosität stieg, je näher die Grenze rückte. Die Kontrollen waren natürlich streng. Auch ich musste mich einmal bis auf die Unterwäsche ausziehen. Deutschland war damals tatsächlich noch immer Hotspot des globalen Ost-West-Konflikts. Die beiden deutschen Staaten abhängig vom jeweiligen großen Bruder. Washington und Moskau. Hier war die Nahtstelle der Blöcke. In den Osten zu gehen, war damals ein merkwürdiges Gefühl. Man fiel als Wessi auf, das trennte einen von den Menschen. Gleichzeitig fühlte man sich auf einer anderen Zeitebene, in einer parallelen Wirklichkeit. Ich hatte das Gefühl, mit etwas Erinnertem in Berührung zu kommen. Der Geruch aus Braunkohleöfen erinnerte mich an Ferien auf dem Land in meiner Kindheit in Australien. Und für einen philosophisch interessierten jungen Menschen hatte die Vorstellung von einer Gesellschaft, die stramm nach einer Leitidee gestaltet war, eine gewisse Faszination. Egal, was man von der Umsetzung des real existierenden Sozialismus halten mochte. Die rauschende Feier zum 40. Jahrestag der DDR wurde dann zum Requiem. Die DDR hatte abgewirtschaftet. Als auch der große Bruder in Moskau das erkannte und zu Reformen drängte, begann der offene Widerstand der Menschen, der dann schnell und unblutig zum Ende der DDR führte. Ich bewunderte den Mut der Demonstranten, der in dem Ruf gipfelte: Wir sind das Volk. Daraus wurde dann bald: Wir sind ein Volk. Und schließlich: Deutschland, einig Vaterland. Und tatsächlich. Die Mauer fiel, der Weg zur Einheit war vorgezeichnet. 1989 im Dezember kam ich nach Berlin zurück. Und ich werde nie vergessen, wie gegen Mitternacht am Silvesterabend eine große Menge entlang der Westseite der Mauer feierte. Es gab hier und da zwar offene Stellen in der Mauer, aber sie wurden durch Volkspolizisten bewacht. Die DDR war damals noch Ausland. Es schlug 12. Plötzlich drang die Menge durch die Mauer. Und statt uns zurückzuscheuchen, umarmten uns die Volkspolizisten. Es wurde Sekt aus Plastikbechern herumgereicht. Die Fopos dieses Schreckensgespenst des Kalten Krieges tranken und feierten fröhlich mit. Es war einfach erstaunlich. Ich finde,
Diese Bilder haben auch 25 Jahre später nichts von ihrer Magie verloren. Sie werden einfach nicht alt. Interessant sind allerdings die bizarren Effekte der deutschen Teilung, von der es immer noch Spuren gibt. Wie kommt diese Mauer, die hier als Mahnmal stehen blieb, in das winzige bayerisch-thüringische Dorf Mödlareuth? Den Ort, in dem ich hier bin, mit vielleicht 50 Einwohnern, fast am Ende der Welt, nannten die Amerikaner Little Berlin. Wie seine große Schwester, eben Berlin, ist das Dorf zu einem Symbol der deutschen Teilung geworden. Ich stehe hier am Tannenbach, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zur Demarkationslinie zwischen Mödlareuth Ost in der sowjetischen und Mödlareuth West in der amerikanischen Besatzungszone wurde. Mit Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 gehörte der thüringische Teil des Ortes zum Territorium der DDR, die bayerische Hälfte zur Bundesrepublik. Und auch hier wurde eine Mauer gebaut, mitten durch den Ort. Familien und Freunde wurden gewaltsam getrennt. Hier wird die ganze Dimension der Teilung klar. Aber sie hat auch Geschichten hervorgebracht, wie es sie nur in Deutschland geben kann. Zum Beispiel die von den beiden Grenzern, Ost und West, die nach der Wende zu Freunden wurden und sich vorher natürlich gar nicht kannten. Guten Tag. Guten Tag. Grüß Gott. Sie sind also von der bayerischen Seite, das hört man. Sie waren damals bei dem Bundesgrenzschutz und Sie bei der NVA, nicht? NVA war stetig, ja. Wussten Sie voneinander damals? Ich meine, wenn Sie sich begegnet wären auf der Straße, hätten Sie sich erkannt? Wir durften ja keinen Kontakt aufnehmen zu den Bundesbürgern. Wir waren alles unter uns und das gab nicht. Wir wussten erst später, haben wir es erfahren, dass wir zur gleichen Zeit hier an der Grenze Dienst gemacht haben. Wie sah es damals in Mödlareuth aus? Ich meine, wie sah es dann nach der Wende aus? Musste das Dorf langsam zusammenwachsen oder ging das von einem Tag auf den nächsten? Also das war eigentlich das Überraschende, dass in Mödlareuth das Dorf von einem Tag auf den anderen eigentlich wieder ein Dorf war, so wie es vorher war. Hing vielleicht damit zusammen, dass die Leute sich ja, die Älteren vor allem, sich ja vorher gekannt hatten und miteinander in die Schule gegangen sind. Und ja eigentlich auch immer beobachtet haben, was auf der anderen Seite los ist. Wir konnten zwar direkt durch die Mauer den direkten Blickkontakt nicht haben, aber wenn man wie hier stand, dann haben wir auch auf die andere Seite schauen können. Und da haben die genau gewusst, was passiert. Wenn irgendwo blaue Babywäsche hing, dann wusste man, da ist ein Junge eingezogen. Oder wenn die Leute Trauerkleidung getragen haben und die Oma war nicht mehr da, dann wusste man, die Oma ist gestorben. Also die haben genau gewusst, was auf der anderen Seite los ist. Und deswegen war das auch sofort wieder ein Dorf gewesen. Jetzt ist es 25 Jahre vereint, als ob nichts gewesen wäre und längst eine Touristenattraktion. Den Besuchern aus aller Welt ist nur schwer zu vermitteln, warum der anti-imperialistische Schutzwall überhaupt entstand. Wäre ich von 1990 hier herumgelaufen, wäre ich jetzt ein toter Mann. Von den Wachtürmen aus wurde jede Bewegung an der Grenze auf dem sogenannten Todesstreifen beobachtet. Hier wurde die Brutalität der deutsch-deutschen Teilung sichtbar. Heute ist der ehemalige Todesstreifen ein Lebensstreifen geworden, eines der größten Biotope für seltene Tierarten. Es ist in den letzten 25 Jahren gelungen, das sogenannte grüne Band unter Naturschutz zu stellen. Über die Geschichte der Grenze ist Gras gewachsen. Ein schönes Symbol für die Einheit. Aber es ist ehrlich gesagt immer noch ein merkwürdiges Gefühl, auf diesem einst lebensgefährlichen Streifen herumzulaufen. Nach dem 9. November 1989 war Schluss mit Mauer und Todesstreifen. Die Ostdeutschen konnten sich jetzt frei bewegen. Schon zwei Tage später hatten mehr als 3 Millionen Bewohner der DDR den Westen besucht. Und bis zum 20. November waren 11 Millionen Besucher aus der DDR in die Bundesrepublik gekommen. Lang gehegte Wünsche wurden wahr. Und der Wunsch nach Einheit von Ost und West? Bald wurde auch der immer stärker. Im Frühjahr 1990 wollten über 80% der Westdeutschen die Einheit. Die Zustimmung der Ostdeutschen lag sogar noch höher.
Nach der Öffnung der Mauer verließ fast ein Viertel der ostdeutschen Bevölkerung die ehemalige DDR. Es waren besonders die Jungen und gut Ausgebildeten, die Fachkräfte und Familiengründer. Auch sehr viele Frauen machten sich Hoffnungen und gingen. Es gab aber auch Wanderungen in den Osten. Die neuen Bundesländer brauchten Juristen und Verwaltungskräfte. Wie würde der Rest Europas auf die Wiedervereinigung reagieren, die sich da abzeichnete? Ich bin auf dem Weg nach Bonn, der damaligen Regierungshauptstadt, wo Bundeskanzler Helmut Kohl die Gunst der Stunde nach dem Mauerfall sofort erkannt hatte. Und er begann mit einer wahrhaft historischen Aufgabe. Die Fäden aus dem Kanzleramt und hier aus dem Kanzlerbungalow wurden klug gezogen. Ich war damals in England und wunderte mich über die Ängste der Nachbarn Deutschlands, dass mitten in Europa ein schlafender Riese wieder auferstehen würde. Diese Ängste trieben vor allem Margaret Thatcher um, die resolute britische Premierministerin. Auf dem EG-Gipfel in Straßburg im Dezember 1989 fischte Margaret Thatcher bei einem Gespräch mit dem französischen Präsidenten François Mitterrand eine kleine Landkarte heraus, zeigte auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete und sagte, das alles werden die Deutschen zurückverlangen. Bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Gorbatschow in Moskau und im Kaukasus hörte Kohl solche Töne nicht. Gorbatschow stimmte der Wiedervereinigung grundsätzlich zu. Wir im Ausland verfolgten die Strickjackendiplomatie damals gespannt. Es ging auch um das Recht Deutschlands, geeint der NATO anzugehören. Das hatte schon der amerikanische Präsident Bush mit Gorbatschow ausgehandelt. Ohne Bushs Zustimmung hätte auch Kohl nicht viel ausrichten können. Doch das Zusammenspiel Bonn-Washington funktionierte. Wie mögen hier in diesem Haus die Telefonleitungen zwischen den Hauptstädten der großen vier geglüht haben? Damals Ende 1989. Meine Zeit ist jetzt. März 1990. Erste freie Wahl in der DDR. Und es wurden weitere Voraussetzungen für die Einheit geschaffen. Die D-Mark wurde eingeführt, das große Symbol westlichen Wohlstands. Der schien jetzt zum Greifen nah, zumal Helmut Kohl den DDR-Bürgern ein Versprechen machte. Und liebe Freunde, was ich jetzt sage, sage ich mit Bedacht. Gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land schaffen. Was Kohl da sagte, war eine Verheißung auf die Zukunft, wie der Sozialismus auch. Die DDR war ein gescheitertes Zukunftsprojekt. Nun kam der Aufbau Ost. Mich interessiert, was davon geblieben ist, wie es heute aussieht im Osten des Landes. Wenn Sie den Namen Hoyerswerda hören, denken Sie vielleicht an die fremdenfeindlichen Ausschreitungen und die Hassparolen, die bald nach der Wende von hier ausgingen. Aber an diesem Ort sollte einmal so etwas wie der Prototyp einer sozialistischen Großstadt entstehen. Hier lässt sich auch wie unter einem Brennglas zeigen, was aus solchen Visionen nach der Wende geworden ist. Das Gaskombinat Schwarze Pumpe war einer der wichtigsten Energielieferanten in der DDR und der Stolz der ganzen Region. Und neue Städte gehören dazu. Helle, schöne Wohnungen für die Tausende, die auf den Bauplätzen der neuen sozialistischen Industrie arbeiten. In Propagandafilmen wurde die Idee vom perfekten Leben im Sozialismus gefeiert. Als 1990 das Kraftwerk stillgelegt wurde, verloren die meisten ihre Arbeit. Bis dahin undenkbar. Viele verließen die Stadt. Wohnhäuser wurden abgerissen. Ein Symbol für den Rückbau Ost, der auch anderswo in vollem Gange ist. Auch Stefan Skora hat in der Schwarzen Pumpe gearbeitet.
Heute ist er Oberbürgermeister und kämpft mit den Folgen, die die Wende für seine Stadt gehabt hat. Der soziale Inhalt, der bisher war, der ist auch verändert worden. Also man hat diese Gemeinschaft nicht mehr so gespürt, die man vorher so als besonders wichtig empfunden hat. Kann man da, meinen Sie, von einem Trauma sprechen? Sicher, wenn man nicht weiß, was Arbeitslosigkeit bedeutet oder Sorge um Wohnung, Sorge um die Familie, dann kann man schon von einem Trauma sprechen. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell man das Trauma überwinden kann, ob man auch Hilfe annimmt oder angenommen hat. Das kommt ja auch noch dazu. Also das musste man alles lernen. Hier, wo heute nur noch Mauerreste wie Mahnmale an die Plattenbauten erinnern, bin ich mit Brigitte Kretschmer verabredet, die seit über 40 Jahren in Hoyerswerda lebt und einst in der Schwarzen Pumpe gearbeitet hat. Ihre ganze Familie war von den Veränderungen betroffen. Ihre Schwester verkraftete die Wirren der Wende nicht und nahm sich schließlich das Leben. Aus der heutigen Perspektive, wie beurteilen Sie die Wende? Kam da damals alles zu plötzlich, zu schnell? Ich denke mal, es kam sehr überraschend für uns. Wir wollten zwar eine Veränderung in der DDR, aber so, dass wir eine Einheit wären, so haben wir uns das zumindest nicht gedacht. Man hat uns blühende Landschaften versprochen, man kann reisen, man kann alles machen. Aber ich sage mal, auch zu DDR-Zeiten, wer gearbeitet hat, wer sein Geld zusammengehalten hat, der konnte auch damals reisen. Meine Schwester war in Kuba, wir waren in der Sowjetunion, man konnte sich viel anschauen. Und wer heute kein Geld hat, kann auch heute nicht reisen. Was nützt mir das, wenn ich keine Arbeit habe? Komme ich auch nicht weiter. Die Menschen hatten insgesamt mehr Sicherheit. Es war ein ganz anderer Zusammenhalt. Man hatte nicht viel, man hat vieles improvisiert. Man hat vieles gemeinsam gemacht, hat spontan zusammen gefeiert. Und es war einfach anders und das fehlt heute. Es ist kein Vertrauen unter vielen mehr da. Jeder ist ich-bezogen. Denkt mir an die Arbeit, ans Geld. Und das war früher nicht so. Wir waren alle irgendwo gleich. Es gab nicht diese großen Unterschiede, die es heute gibt. Und es war einfach einfacher. Noch heute sieht sich jeder vierte Ostdeutsche als Verlierer der Wende. Und dafür gibt es sicher Gründe. Allzu hohe Erwartungen bringen das Risiko allzu tiefer Enttäuschung mit sich. In Hoyerswerda jedenfalls gibt es nicht viel, was noch mit dem Westen zusammenwachsen könnte. Wie sah und sieht das auf breiter Ebene aus, in ganz Deutschland? Gibt es im übertragenen Sinne noch immer einen Tannenbach, der quer durch das Vereinigte Deutschland fließt, da wo früher Mauer, Stacheldraht und Todesstreifen waren? Die Menschen in Ost und West haben schließlich unterschiedliche Biografien. Das hängt natürlich nicht nur mit der politischen Teilung zusammen, sondern auch mit dem, was man deutschen Partikularismus nennt. Nämlich die ungemein starke emotionale Bindung an ihre engere Heimat. Heimat, das waren für viele DDR-Bürger eben auch die volkseigenen Betriebe, in denen sie arbeiteten. Nach der Wende sollten sie von der Westdeutschen Treuhandanstalt entweder privatisiert oder stillgelegt werden. Die Superbehörde musste die Erblast von 40 Jahren Planwirtschaft übernehmen. Aber ihre Arbeit ist bis heute höchst umstritten. Vielen gilt sie als Symbol eines kalten, ungezügelten Kapitalismus. Aber es gibt auch andere Beispiele. Manche, die schon in der DDR Betriebe geführt hatten, bekamen eine neue Chance. Ein Ostdeutscher, der bis zur Wende nur die Planwirtschaft kannte, machte eine Marke, die in der DDR ein Mythos war, zum Erfolg auch im Westen. Rotkäppchensekt. Nach 1990 drohte der Mythos zu sterben. Rotkäppchen wurde von vielen als Kommunistenbrause verhöhnt. Aber inzwischen werden an einem normalen Arbeitstag in der Kellerei 500.000 Flaschen abgefüllt. Was war Rotkäppchensekt damals in der DDR? Welche Bedeutung hatte diese Marke? Also die Marke war in der damaligen DDR, ich sag mal, bekannt. Ich glaube, die Marke hatte einen Bekanntheitsgrad, der ging so an die 100%. Und es gab in Ostdeutschland, ich glaube, keine Familienfeier, ob jetzt Geburtstag, Hochzeit, Jugendweihe,
Ich sage immer, wenn vier am Tisch saßen, war Rotkäppchen dann der fünfte Gast. Es war ein guter Freund. Der gehörte einfach mit dazu. Sie haben dann nach der Wende das ganze Unternehmen übernommen. Wie war das möglich für einen Ostdeutschen? Ja, das war natürlich ein langer Prozess. Das ging über 3 Jahre. Erstmals waren wir überzeugt, ich persönlich. Und dann später habe ich meine Kollegen überzeugt, dass wir eine Chance haben mit der Marke, auch unsere eigene Zukunft damit zu sichern. Herr Heise, Sie sind in einer ungewöhnlichen Lage. Sie haben ja in der alten Planwirtschaft gearbeitet und dann später, als Sie das Unternehmen selber übernommen hatten, in der Marktwirtschaft. Wie sehen da die Unterschiede aus? Wir hatten einen Handwerksbereich hier von 35 Leuten, weil laufend was kaputt ging. Wir hatten zwar Maschinen aus der Bundesrepublik, aber keine Ersatzteile. Also haben wir uns hingestellt und haben Ersatzteile nachgebaut. So haben wir uns in der Planwirtschaft beschäftigt. Es gab aber gewiss viele Sprünge ins Dunkle. Waren Sie da nicht manchmal nervös? Haben Sie immer gut geschlafen? Also eher nicht. Also es war schon nicht so einfach, die Entscheidung zu treffen. Gerade wenn ich Ihnen so eine Geschichte erzähle, wir haben hier viele Mitarbeiter entlassen. Und das war teilweise bitter, wenn man dann durch die Stadt ging und die Leute kamen, die haben die Straßenseite gewechselt. Das ist ja der, der die Mutter entlassen hat. Und umso schöner ist es ja später, wenn jetzt Großeltern kommen und sagen, mein Enkel ist jetzt bei Ihnen, Heise. War damals für mich persönlich schlimm bei Ihnen. Aber heute, die Enkel sind untergekommen. Also wenn man dann sowas hört, dann sagt man, okay, man hat doch vieles richtig gemacht. Das sind die kleinen Storys, aus denen sozusagen die Einheit, die deutsche Einheit entstanden ist. Und manchmal sind das auch Erfolgsstories. Manchmal frage ich mich, wie viel DDR steckt heute in Deutschland? Die ostdeutschen Länder machen ziemlich genau ein Drittel der Bundesrepublik aus und ein Fünftel aller Deutschen lebt dort. Aber an der Staatsspitze sind gleich 2 Ostdeutsche in Amt und Würden. Die Tatsache, dass sowohl die Kanzlerin wie auch der Präsident der Bundesrepublik aus der alten DDR stammen, ist zwar an sich erstaunlich und als positiv zu deuten. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ostdeutschen in die Machtstrukturen der Bundesrepublik bis heute noch nur sehr begrenzt integriert sind. Sie machen zwar 20% der Gesamtbevölkerung aus, behaupten jedoch nur 5% der Führungsposten in der nationalen Politik. Und doch wird das Parlament heute natürlich von führenden Köpfen aus dem Osten geprägt. Im Osten ist die Linke inzwischen eine Volkspartei. Sie stellt einen Ministerpräsidenten und auch in westdeutschen Landtagen sitzen ihre Abgeordneten. Das rheinisch-katholische der alten Bundesrepublik trat mit dem Umzug der Regierung und der Volksvertretung an die Spree in den Hintergrund. Ein neuer Schwerpunkt entstand. Protestantisch-märkisch könnte man ihn nennen. An manchen Orten, wie hier in Thüringen, wo einst Martin Luther wirkte, sieht es nach der Wiedervereinigung regelrecht blühend aus. Ja, der Aufbruch Ost hat sich in den vergangenen 25 Jahren fest etabliert. Und manche Orte erinnern mich heute tatsächlich ein bisschen an die USA. Wir sind in Jena. Diese Stadt ist Boomtown auf Ostdeutsch. Hier spürt man auf Schritt und Tritt, was eine blühende Landschaft ist. Was hier passiert, ist fast schon mit den Ideenschmieden von Silicon Valley in den USA vergleichbar. Hier werden Pläne für Innovationen geschmiedet und Firmen gegründet. Das möchte ich mir einmal genauer ansehen. Eines der jungen Unternehmen, die von Jena aus arbeiten, stellt Minilabors für die Medizin her. Alle möglichen Gesundheitstests kann man mit diesen Systemen durchführen. Biochemie und Computertechnik werden hier auf geniale Weise zusammengebracht. Was früher 20 Quadratmeter Laborfläche brauchte, schrumpft hier auf 20 Quadratzentimeter zusammen. 80% der Produktion werden heute bereits in die USA verkauft. Warum sind Sie dann hier in Jena und nicht in den Vereinigten Staaten? Von der Infrastruktur, von der Technik, vom Umfeld, wenn man Jena guckt, wir sind weit über vielen Weststädten.
das, was wir hier näher um uns sehen, sind das vielleicht die blühenden Landschaften, die damals angekündigt wurden? Gibt es sie wirklich? Für mich in jedem Fall. Also was ich hier in Jena sehe, die Stadt selber boomt. Man hat die Möglichkeit, überall hinzugehen, überall erfolgreich zu sein auf der Welt mit dem, was man in Jena erzeugt. Das sage ich, ist ein super Beispiel für wirklich blühende Landschaften. Und wir sind in einem Feld, das wächst. Und da ist noch viel zu holen. Die junge Unternehmerin in Jena stammt aus dem Ruhrgebiet. Aber in der Generation Einheit spielt das keine Rolle mehr. Diejenigen, die den amerikanischen Traum träumen, werden ihn auch in Zukunft zusammenträumen. Und der Westen zahlt die Kosten der Wiedervereinigung keineswegs allein. Zwar haben die alten Bundesländer bis zu 2 Billionen Euro in den Osten transferiert, aber man muss den Blick auf die gesamtwirtschaftlichen Effekte weiten. Allein durch die Abwanderung von Ost nach West schaffen knapp 2 Millionen mehr Menschen 70 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung und zahlen 35 Milliarden Euro im Jahr Steuern und Abgaben. Kein geringer Beitrag. Die Wirtschaftskraft der neuen Bundesländer liegt aber immer noch ein Drittel unter der der alten Länder im Westen. Ostdeutsche verdienen im Durchschnitt deutlich weniger. Aber ist die Wirtschaftskraft in manchen Regionen im Westen nicht auch geschrumpft in den letzten 25 Jahren? Das Ruhrgebiet sieht in Teilen noch immer wie ein Hotspot der deutschen Industrie aus. Aber heute sind die Hochöfen nur noch ein Relikt aus Zeiten, als das Revier sozusagen den Aufbau der Bundesrepublik bezahlte. Viele Unternehmen haben sich zurückgezogen, produzieren jetzt im Ausland. Über 287.000 Menschen sind im Ruhrgebiet arbeitslos. Die Lage scheint mindestens so angespannt zu sein wie in manchen Gegenden Ostdeutschlands. Auch an der Schuldenlast der Städte kann man das erkennen. Dresden ist heute mit 1.945 Euro pro Kopf verschuldet. Duisburg dagegen mit über 8.000 Euro pro Kopf. Die großen Steuerzahler sind einfach nicht mehr da. Das Drama nimmt seinen Lauf. Wenn man durch Stadtteile wie Duisburg-Marxloh oder Bruckhausen läuft, stellt man überrascht fest, dass hier kaum mehr jemand lebt. Ganze Straßenzüge sind verlassen. Dringend müsste etwas geschehen, aber die Kassen sind leer. Man fragt sich, ob nicht ein Soli für den Westen fällig ist. Wie sehen das die Duisburger? Zufällig treffe ich in einer der legendären Trinkhallen, die es hier überall gibt, 3 Männer, die sich so ihre Gedanken machen. In vielen Gegenden im Osten Deutschlands sieht es eigentlich besser aus als hier. Wie können Sie das erklären? Schwierige Frage, ne? Wenn Sie sich unsere Infrastruktur hier angucken, dann können Sie feststellen, dass unsere Straßen 10-mal schlechter sind als die in den neuen Bundesländern. Weil das wird ja da immer noch weiter gebaut. Also die Infrastruktur wird ja drüben im Osten immer noch weiter ausgebaut. Obwohl hier in den Städten und die Straßen also alle reparaturwürdig sind. Und die, alle Brücken kaputt. Und hier, also früher ging es uns, also hier in Westdeutschland, sage ich jetzt einfach mal ganz so gesehen, eigentlich besser. Und die Zuwanderung gilt als weiteres Problem. Man klagt grundsätzlich über die ständig wachsende Zahl an Asylanten und Flüchtlingen, die dort untergebracht werden, wo es ohnehin schon Probleme gibt. Aber die Zuwanderung hat es seit 1945 in Deutschland immer wieder gegeben, nicht? Es kam aber nicht in der Masse, wie es jetzt ist. In der Masse. Und es wird hier im Duisburger Bereich oder gerade hier gebündelt. Das werden die Leute wieder in sowieso schon sozialen Brennpunkten versucht reinzustecken. Mhm. Da werden dann irgendwelche Häuser oder Hotels oder irgendwas anderes werden freigemacht, um damit diese die Zuwanderer dementsprechend dann da einziehen. Ja? Oder da werden einfach da reingesteckt. Ist egal, was ringsherum passiert. Und es gibt schon genug soziale Brennpunkte hier in Duisburg. Warum jetzt genau in Marxloh, beziehungsweise in Duisburg, da wo sowieso wir Integrationsprobleme haben, ja, in Anführungszeichen, und da wird die Zuwanderung
grenzenlos die Türen auf. Ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Jetzt vorgestern ja nochmal 6.000 rein in Marxburger Ecke. Das ist einfach zu viel, das verkraften wir nicht. Im Jahr 25 nach der Wiedervereinigung scheint die Zuwanderung zur größten Herausforderung für Deutschland zu werden. Auch wenn es beeindruckende Beispiele der Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit gibt. Eine neue Verantwortung ist entstanden. Die New York Times meint, Deutschland übernehme jetzt die moralische Führung in Europa. Aber Flüchtlingsheime in Deutschland werden auch immer häufiger zum Ziel von Angriffen. Im ersten Halbjahr 2015 waren es schon mehr als im gesamten letzten Jahr. Und natürlich sieht man das im Ausland mit Sorge. Rechtsextremismus gibt es natürlich nicht nur in Deutschland. Und er ist auch kein rein ostdeutsches Phänomen. Aber fast die Hälfte aller rassistisch motivierten Gewalttaten wird in Ostdeutschland verübt, obwohl die Ostdeutschen nur 20% der Gesamtbevölkerung stellen. Und die jüngsten Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime haben das Bild vom Osten als Biotop für Rechtsextremismus noch einmal bestätigt. Auch das Phänomen Pegida sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Umso mehr muss man gerade mit den Anhängern dieser merkwürdigen Bewegung mit ihren völlig unterschiedlichen Parolen reden. Das will ich tun. Ausgerechnet hier in dieser schönen Stadt Dresden hat sich das Phänomen Pegida besonders stark gemacht. Aber warum ist das so? Denn eigentlich, historisch gesehen, ist Dresden doch ein Symbol der Versöhnung. Die Frauenkirche steht dafür. Also fragen wir mal die Leute, die hier demonstrieren. Warum ist es so stark hier in Dresden? Das kann ich nicht gleich sagen. Das sagen Sie, also, ich habe genug gesagt. Weil wir die Verhältnisse nicht haben wollen, wie drüben im Ruhrgebiet oder im Burg-Boltzkern, was ich persönlich kenne, wo sie alle zugehangen sind, weil sie uns hier 12 Asylheime von einem Tag auf den anderen innerhalb von einem halben Jahr übergestülpt haben und wir das nie gesagt gekriegt haben. Wir wollen das nicht. Ich will das nicht. Hier schmeißen sie Gebetsteppiche hin. Klauen habe ich selber schon bitte erlebt. Ermordende Leute, Messerstechereien, ich will das nicht. Ja. So. Lügenpresse! Ich danke Ihnen sehr. Ein Mischvolk sollen wir werden. Das ist leichter regierbar. Ist leichter regierbar. Auch die Parolen auf dieser Demonstration sind äußerst gemischt. Und wie sieht man hier die deutsche Einheit? Einheit gibt es ja noch keine. Es wurde noch nicht zwischen Osten getrennt. Es fängt doch mit den Löhnischen an. Aber wo läuft denn die Trennung, die Trennlinie zwischen Ost und West? So wie sie war. Genau. Wurde bis heute noch nichts geändert. Aber sind nicht auch Trennungslinien im Osten und im Westen drin? Ja, wenn hier Westschirm ansässig sind, ja. Die Löhne wurden deswegen nicht mitgebracht aus dem Westen. Sehen Sie da Gerechtigkeit? Nee, absolute Ungerechtigkeit ist das. Deswegen sind ja auch viele hier mit. Ja. Die einen mögen frustriert sein oder hetzen, andere helfen. Die Zahl der Bürger, die sich zum Beispiel in Dresden für Flüchtlinge einsetzen, überwiegt vielleicht sogar die der rechten Demonstranten. Aber trotzdem suche ich nach einer Erklärung für Phänomene wie Pegida. Kann es sein, dass eine gewisse Altlast der jüngeren deutschen Geschichte eine Rolle spielt? Da ist ein Stück Altlast DDR. Sind autoritäre Denk- und Verhaltensmuster. Und die Demokratie hat hier noch keine Wurzeln geschlagen. Ich bitte Sie, wann denn? Wann hätte denn im Osten die Demokratie Wurzeln schlagen sollen? Die DDR ist das einzige Territorium, also die untergegangene DDR, in der zwei totalitäre Diktaturen hintereinander über die Menschen hinweggegangen sind. Und beide Diktaturen hatten einen Heilsanspruch, einen pseudoreligiösen Heilsanspruch, würde ich sagen. Und beide Diktaturen sind gescheitert. Das heißt, die Menschen haben eine Enttäuschung erlebt. Sie haben geglaubt und wurden zweimal enttäuscht. Dann kam 1990, viele haben wieder geglaubt, haben wieder einem Staat geglaubt, sind wieder enttäuscht. Und ich kann schon gut nachvollziehen, dass viele sagen, jetzt bleibe ich in Distanz dem Öffentlichen und dem Staat gegenüber, jetzt glaube ich erstmal überhaupt nichts mehr. Jetzt glaube ich an mich. Und in diese Leere, es ist eine politische und weltanschauliche Leere mit Doppel-E, ja. In diese Leere stoßen jetzt viele Fremdheiten, Flüchtlinge,
die Angst machen, die Sorgen machen. Man hat ja vor dem Angst, was man nicht kennt. Die Menschen kennen das hier nicht. Und jetzt sollen die Menschen hier sich auf etwas Neues einstellen. Damit versuche ich zu verstehen, was passiert, nicht zu entschuldigen, was passiert. Aber das Problem ist nicht auf Dresden und Ostdeutschland begrenzt. Das vereinte Deutschland und Europa insgesamt sind herausgefordert. Ich fahre noch einmal nach Berlin. Ich will den Schriftsteller Thomas Brussig treffen. Die Themen seiner Romane drehen sich immer wieder um die deutsche Einheit. Berühmt wurde Thomas Brussig mit dem Buch Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Und genau dort sind wir verabredet. Auch Brussig hat seine Meinung zum Thema Flüchtlinge. Ich finde es furchtbar, dass gerade auch Ostdeutsche vergessen, dass sie vor einer Spanne, die historisch gar nicht mal so lang ist, also es ist weniger als ungefähr vor einer Generation, ja, also dass da eben Flüchtlinge aus der DDR darauf angewiesen waren, dass sie aufgenommen wurden, dass sie gastfreundschaftlich, also dass sie gastfreundlich empfangen wurden, dass sie Chancen gekriegt haben. Und sie sollen mir nicht erzählen, also wir kamen als Deutsche, nein, sie kamen als Flüchtlinge. Und angesichts also dieser historischen Erfahrung von Deutschen als Flüchtlinge wünsche ich mir, dass es da einen ganz anderen Umgang mit den Flüchtlingen gibt, die heute zu uns kommen. 25 Jahre sind im Lauf der Geschichte tatsächlich nur ein Lufthauch. Kein Wunder, dass der Prozess der Vereinigung noch längst nicht abgeschlossen ist. Auch wenn man das zum Beispiel in der Hauptstadt kaum mehr spürt. Hier ist tatsächlich zusammengewachsen, was zusammengehört. So wie es sich Willy Brandt vorgestellt hat. Auch wenn düstere Seiten wie der Terror der Stasi noch lange nicht vergessen sind. Als junger Facharbeiter baute Thomas Brussig einst an der Stasi-Zentrale mit, die ich mit ihm besuche. Ironie der Geschichte. 91.000 Hauptamtliche und mehr als doppelt so viele informelle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit sorgten für eine flächendeckende Überwachung und für die Ausgrenzung und Einschüchterung von Andersdenkenden. Geführt vom zuständigen Minister Erich Mielke. Und das hier ist das Arbeitszimmer Erich Mielkes. Ja, und das ist meine Akte. Auch Brussig als kritischer Geist geriet in die Fänge der Staatssicherheit. Über ihn wurde eine Akte angelegt. Und sogar ich als in West-Berlin lebender Australier war registriert. Ich muss gestehen, ich spüre im Moment einen gewissen Aktenneid, denn ich habe dagegen nur diese kümmerliche Karteikarte, wo berichtet wird, dass ich am 6.8.86 einen Brief an die australische Botschaft geschrieben habe. Und auch in dieser sehr kurzen Mitteilung ist ein Fehler eingeschlichen. Das heißt, hier erteilt mit, dass er sich in seiner Dissertation mit der Arbeitsweise der australischen Botschaft beschäftigt. Ich habe mich natürlich nicht mit diesem bescheuerten Thema beschäftigt. Die Deutschen sind Weltmeister im Aufarbeiten, hat mal jemand gesagt. Das mag sein. Aber es ist auch gut, dass die Symbole und Wahrzeichen der Vergangenheit weiter bestehen. Denn Aufarbeiten heißt ja gerade nicht vergessen. Interessant an dem heutigen Erbe der deutschen Teilung sind die vielen offenen Fragen. Zum Beispiel, ob die DDR eine Epoche oder nur eine Episode der deutschen Geschichte sei. Und ob wir die DDR pauschal als Unrechtsstaat bezeichnen sollten. Es ist natürlich vielen Menschen durch diesen Staat Unrecht geschehen. In vielen Lebensbereichen bemühte sich die DDR aber doch um die Gerechtigkeit unter den Bürgern. Und wie ist das mit den vielen inoffiziellen Mitarbeitern der Staatssicherheit? Sind sie Täter oder auch Opfer eines Systems, das sich gut darauf verstanden hat, die Schwächen der Menschen auszunutzen? Dieses sowohl als auch wird vielleicht ein bleibendes Merkmal der deutschen Geschichte sein. Aber zugegeben, es gibt auch Bereiche, in denen dieses sowohl als auch nicht existiert und in denen die Deutschen vielleicht nie wirklich getrennt waren. Raten Sie mal, was das sein könnte. Den Kedira, der andere Kapitän. Reus startet in die Mitte. Da ist Reus! Und diesmal passt es!
Auch wenn es mit der deutschen Einheit noch an manchen Stellen hapern mag, hier sind sich alle Deutschen, ob Ossi, Wessi oder mit Migrationshintergrund, einig. Wenn die Nationalmannschaft spielt, steht das ganze Volk hinter ihr. Das sieht man ja hier und es macht Spaß, dabei zu sein. Man darf auch hoffen, dass es in 25 Jahren kein Thema mehr sein wird, ob jemand aus Frankfurt an der Oder kommt oder aus Frankfurt am Main, ob jemand polnische oder türkische oder afrikanische Wurzeln hat. Schöne, Hector, Schöne! Und wie sieht es mit der jungen Generation aus, mit denen, die die Teilung nur als Kind oder gar nicht mehr erlebt haben? Das ist vielleicht die wichtigste Frage. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich besuche eine junge Firma, die in Berlin-Mitte mehrere YouTube-Kanäle betreibt. Was hier gedacht und erdacht wird, prägt Millionen Jugendlicher. Die Mauer im Kopf gibt es für diese Generation definitiv nicht mehr. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird einem mitgegeben von den Eltern. Wenn die Eltern einem sowas beibringen, so das ist der Wessi, dann quatscht man das vielleicht eine Weile nach und irgendwann verankert sich das im eigenen Kopf. Und das war bei uns zu Hause nie so, von daher gibt es für mich tatsächlich absolut gar keinen Unterschied mehr. Und es macht mich tatsächlich ein bisschen böse, wenn Leute in meinem Alter oder jünger, die tatsächlich nie wirklich im Osten gelebt haben, sagen, wir Ossis. Das ist für mich immer sehr absurd. Wenn wir dann irgendwann mal Kinder kriegen, sind sozusagen dann unsere Kinder die Kinder einer unbefangenen Generation, was das angeht, und dann spätestens dann, wahrscheinlich lernen die das dann noch in Geschichte, dass es diese Mauer mal gab, aber ob das dann irgendwo in Berlin noch zu sehen ist oder so, das wird, glaube ich, dann kein mehr interessieren. Das Märchen von Onkel Honecker. Oh ja. Dann wird auch die Mauer im Kopf weg sein. Ja. Auf jeden Fall. Für mich ist so Bundesrepublik Deutschland ist halt Bundesrepublik Deutschland. Meine Freundin ist auch Ostdeutsche zum Beispiel. Also wie gesagt, ist mir doch egal, wo wer herkommt. Wir müssen als Menschheit einheitlich sein. Also, das schon. Ja, also, wir haben gerade so die Europa-Problematik ist ja ganz groß. Also, ich finde, das tangiert viel mehr als jetzt Ost-West, sondern dass wir dieser Europa-Gedanke ist ja gerade ganz extrem. Und dass wir da auch mal langsam mal anfangen, die Grenzen so ein bisschen aufzubrechen. Einen Vorgang wie die deutsche Wiedervereinigung hat es tatsächlich in der Weltgeschichte noch nicht gegeben. Er ist ohne Beispiel. Aber 25 Jahre danach sind manche Fragen, die früher wichtig waren, in den Hintergrund getreten. Andere stellen sich dafür umso dringender. Über ihre Identität machen sich die Deutschen nicht mehr so viele Gedanken. Dafür ist die Frage nach Deutschlands Rolle in Europa und der Welt mit neuer Brisanz aufgetaucht. Und daraus ergeben sich auch Herausforderungen für die nächsten 25 Jahre. Alles ist im Fluss. Ich komme gerne wieder.